drei Yogamatten möchte ich dir heute vorstellen, meine Erfahrungen damit. Und am Ende des Videos wirst du wissen, was für deine Yoga-Praxis zu Hause sinnvoll ist und was nicht. Mein Name ist Nicole und ich bin Expertin für Yoga und Beweglichkeit. Und schau dir das Video ganz gerne bis zum Schluss an, und wenn es dir gefällt, gib einen Daumen hoch bzw. teile auch das Video. Vielleicht will deine Freundin auch eine Yogamatte kaufen. Und das ist gar nicht so einfach. Viele von uns haben Yogamatten zu Hause oder haben schon mal recherchiert. Und ich möchte dir so einen Einblick in meine Erfahrung geben. Seit 30 Jahren arbeite ich oder bin ich auf dem Markt und kenne mich so ein bisschen aus mit dem Yogamatten. Fangen wir gleich mal an mit einer sehr beliebten Yogamatte. Und das ist, ich habe sie auch hier, die Schafswoll-Yogamatte. Und die ist natürlich sehr beliebt bei den Kundalini-Yogas nach Yogi Bhajan. Er empfiehlt sogar in Fell, ein Lammfell, damit der elektromagnetische oder das elektromagnetische Feld der Erde auf dich übergeht. Und das passiert mit dieser Yogamatte. Generell ist die Yogamatte super gut für Yin-Yoga oder für Yoga, wo du dich am Boden bewegst, weil sie gibt so eine Art Geborgenheit von unten. Oder wenn du Yoga-Übungen über längere Zeit am Stück machst, ist sie super gut geeignet. Und da kann ich sie dir auch richtig gut empfehlen. Nicht so gut ist die Yogamatte geeignet, wenn du Yoga-Flows machst. Da rutscht sie nämlich weg. Beziehungsweise, wenn du viel mit dem Hund nach unten oder viele Stützübungen machst, dann rutschst du auch mit Händen und Füßen weg. Wenn du auch eine Yogamatte wieder wegräumen musst, dann ist sie auch nur bedingt zu empfehlen, weil sie hat, also super gut ist das Lammfell hier oben, aber sie hat hier unten so eine Beschichtung, damit die Matte nicht wegrutscht. Und diese Beschichtung ist gut, wenn man die Yogamatte immer wieder wegräumt. Aber hast du einen Yoga-Raum oder so eine Ecke, wo du Yoga machst und die Matte bleibt liegen, dann das Gummi frisst sich sozusagen in den Boden hinein. Und wenn du da rüber putzt, ist es irgendwann die Ablagerung am Boden. Also es wird dann immer schwieriger. Ja, also so eine Yogamatte würde ich immer wieder wegräumen. Natürlich ist sie auch dick, sie wärmt ja von unten. Und deshalb ist sie für den Transport natürlich ein bisschen schwieriger geeignet. Gehen wir mal zu der zweiten Yogamatte, die ich im Repertoire habe. Lass mich erstmal die eine runterlegen. Die zweite, die ich so ein bisschen getestet habe, ist die Kork-Matte. Ja? Kork ist ja ein natürliches Material, aber die Kork-Matte haben jetzt auch schon viele gesagt, dass die Kork-Matte viele Leute auskühlt. Und mich, ich habe ja so eine Vata-Dominanz und im Alter wird das Vata ja mehr. Und Vata wird ja mit Kälte auch in Verbindung gebracht. Also ich kann auf dieser Yogamatte nicht praktizieren und kann sie auch nicht empfehlen, weil sie, wenn du bewegt arbeitest, auch rutschig ist. Und gleichzeitig rutscht sie nicht nur auf dem Boden, sondern auch die Hände rutschen. Also, wenn du so ein heißer Typ bist, kannst du mal ausprobieren, ob die Kork-Matte für dich was ist. Wenn du Yoga-Übungen am Stück machst und nicht viel stützen willst, dann ist die Yogamatte vielleicht geeignet. Für mich ein ganz klares Nein. Und jetzt kommen wir, viele von euch, die meine Videos angesehen haben, die Latexmatte. Und zur Latexmatte möchte ich dir einiges sagen. Also die Latexmatte ist von unten her, wenn du
sie wärmst, wird sie auch warm. Sie ist für Yin-Yoga geeignet. Sie ist eigentlich für jedes Yoga geeignet, auch für das Kundalini-Yoga geeignet. Nur im Kundalini-Yoga sagt man, das elektromagnetische Feld der Erde wird durch so eine Matte blockiert. Also es fließt nicht unbedingt in dich ein. Dennoch empfehle ich sie jedem, der Yogamatten auch mitnehmen will. Es gibt so Travel-Yoga-Matten, die haben, ich habe mich mal kundig gemacht, die haben so eine Dicke von 2 mm. Also 4 mm sind okay, sind normal für eine Yogamatte. Du kannst die aber bis zu 1,5 cm dick haben. Also wenn du zu Hause so einen Yoga-Raum hast oder wenn du sie ein bisschen wegräumen willst, dann empfehle ich dir, wenn es so ein bisschen gemütlicher sein soll, auch eine dicke Yogamatte. Wenn du natürlich ein sehr aktiver Typ bist, dann würde ich dir eine dünnere Matte empfehlen. Das zweite, was so eine Latex ist, Latex gibt es ja in zig Formen und Farben. Und da würde ich dir empfehlen, wenn du dich leicht, wie ich, ablenken lässt, dann würde ich dir eine Yogamatte mit einer schönen Farbe empfehlen und kein Ornament, weil das Ornament, während du Yoga machst, sucht ja der Geist nach Ablenkung. Das ist ja sein, sein Naturell, sein Spiel. Und wenn du dich leicht ablenken lässt von Formen, Farben, von Ornamenten, dann bleibe bei einer einfachen Yogamatte mit Farbe, mit deiner Lieblingsfarbe. Das zweite, worauf du achten sollst, ist, wenn du sie auspackst, ob sie riecht. Es gibt Yogamatten, die kann man aushängen und die kann man sonst was, die werden immer riechen. Und sie sollte am besten nicht riechen. Das bedeutet für dich, sie ist so hergestellt, dass sie für deinen Körper geeignet ist, also gesund ist. Natürlich gibt es Yogamatten, die sozusagen kurz sind. Die sind so für Menschen geeignet wie du. Weiß jetzt nicht, ob du ein großer Mensch bist, aber sie sind für mich geeignet. Sie haben eine normale Länge. Mein Mann hat jetzt gesagt, ich soll unbedingt sagen, Männer brauchen meistens etwas längere Matten. Und mittlerweile gibt es auch längere Matten. Und es gibt auch breitere Matten. Also wenn es für dich okay ist, dann such auch nach einer längeren und breiteren Yogamatte. Und wenn du auf der Yogamatte nicht nur Yoga praktizierst, sondern auch Gymnastik machen willst, dann ist so eine Yogamatte, also von der Breite her, recht dünn. Deshalb wirst du immer sehen, dass ich Trainingsmatten unter meiner Yogamatte habe. Also wenn du Videos anschaust von mir, sind immer unter der Yogamatte Trainingsmatten, weil ich darf das liegen lassen. Und wenn ich so zur Seite gehe oder mich auch mal öffne, dann ist meine Hand immer auf dem Boden und dann kühle ich aus. Ja? Ist sie auf der Matte, auf der Trainingsmatte, kühle ich nicht aus. Also das empfehle ich, wenn man sie nicht wegräumen muss. Wichtig für dich ist auch eine Yogamatte, die du waschen kannst. Und es gibt Yogamatten, die kann man bei 40 Grad waschen. Und ich wasche die gerne und hänge sie dann im Sommer, tropft sie runter. Oder im Winter hänge ich sie dann über die Wanne. Habe ich alles zur Latexmatte gesagt? Ja, ich glaube. Ich fasse jetzt nochmal für dich zusammen. Also das erste war die Schafswollmatte. Die empfehle ich dir für leichte Yoga-Übungen. Natürlich kannst du auch Gymnastik drauf machen und wenn du es von unten her gerne warm haben willst. Sie leitet das elektromagnetische Feld der Erde weiter. Das zweite war die Kurkmatte. Die Kurkmatte kann ich jetzt nicht so empfehlen, weil sie auskühlt und weil sie sehr rutschig ist. Und meine Lieblingsmatte ist die Latexmatte und die wird in vielen Farben, Formen angeboten. Ich habe dir jetzt gesagt, worauf du achten solltest. Also wenn du dir sozusagen eine Yogamatte für aktives Yoga kaufen willst,
dann ist die Latexmatte der Kauf deiner Wahl. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit diesem Video. Du kannst gerne das Video, was ich letzte Woche gemacht habe, zu den Yoga-Tools, was sinnvoll ist und was nicht, dir anschauen, wenn du da auch unsicher bist, beziehungsweise auf meinen Kanal mal hin und her switchen. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss!